Bei Brechts Erben stehen auch Lenins Worte regelmäßig auf dem Spielplan. Das sowjetische Stück »Blaue Pferde auf rotem Gras« provoziert Szenenapplaus und treibt Politbüromitglieder wie Kurt Hager zu Erklärungsfantasien. Man trägt sich ein. Man tritt nicht in die Partei ein, man trägt sich ein. Was kann man erwarten von einem Eingetragenen? Da konnte man so Sachen verstecken. Und da sagt Lenin zum Beispiel an einer Stelle, das Volk hält jede Schwierigkeiten aus, wenn Wahrheit herrscht. In der Zeitung ist alles wunderschön beschrieben. Schaut man sich aber um, liegt die ganze Lüge offen auf der Hand. Widerlich! Wohin treiben Sie uns? Und eines Tages, wir hatten ja immer so Veranstaltungen danach, so Foyergespräche. Und eines Tages war auch Hager da. Und irgendeiner fragte ihn, sagen Sie mal, Herr Hager, die Leute klatschen nach diesem Satz. Warum klatschen die denn? Und Hager sagte dann, die klatschen aus historischem Abstand. Da ist uns ein. Also, so viel Zynismus. Also, habe ich. Ja, nur komm mal drauf. Der kann auch nur ein äußerster Schlickefänger. Ein äußerster Schlickerfänger sein. Der sowas. Also, völlig wild schreibt.